Der wahrscheinlich beliebteste Gürtelpouch, den es auf Amazon zu kaufen gibt. Günstig, low budget. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und schön, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast. Heute soll es um diesen kleinen Pouch hier gehen. Ein einfaches kleines Ding, das ich schon einige Zeit in Benutzung habe und bestimmt auch schon die ein oder anderen von euch kennen. Alle Links findest du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Diesen Pouch habe ich euch schon mal in einem flotten Dreier vor ewig langer Zeit gezeigt. Den gibt es natürlich sowohl von Amazon zu kaufen als auch von Gearbest und der hat mir eine lange Zeit gute Dienste geleistet, bevor ich mir natürlich meine kleine Westen-EDC-Kombination überlegt habe. In den Fakten ist er auf Amazon natürlich von verschiedensten Herstellern zu bekommen und dann meistens im Preisbereich von 8 bis 12 Euro. Wie gesagt, kann man aber auch bei Gearbest mal ein Schnäppchen machen mit 4,50 Euro und ähnlichen Preisen. In den Maßen hat er 17,5 x 12 x 6 cm, ist aus 1000D Nylon hergestellt und gibt es natürlich auch in verschiedensten Farbkombinationen, natürlich auch in Camouflage, in Wüstencamouflage, in Stadtcamouflage, schwarz, oliv, teilweise sogar mal in rot. Da könnt ihr euch ganz nach verschiedenen Herstellern umschauen. Schauen wir uns die verschiedenen Funktionen doch mal in der Nahansicht an. Wir haben hier vorne ein großes Fach mit einem Clip. Hier kann zum Beispiel sehr gut ein Handy reingepackt werden. Das habe ich früher auch sehr gerne gemacht. Zack! Und dann ist es vorne drin und wenn es dann am Gürtel ist, kannst du es einfach so rausziehen und alles ist gut. Hier direkt daneben, sehr praktisch, eine Stifttasche, wo du einfach einen kleinen Stift reinschieben kannst, hatte ich zum Beispiel lange Zeit meinen Schlagstift drin, der auch ein Fensterbrecher und eine wasserdicht war. Das war sehr praktisch für Outdoor-Aktivitäten natürlich. Hinten haben wir zwei Clips, um es an Gürtel dran zu machen. Oder hier hinten nochmal kleine Molle-Schlaufen, um aller möglichen anderen Kombinationsmöglichkeiten rauszufinden. Wir haben zwei große Taschen, nicht mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss, sondern nur mit einem einfachen. Im vorderen Fach ist es hauptsächlich ein großes Fach, wo wir dann eine Netztasche noch vorne haben. Funktioniert sehr gut, falls man noch ein bisschen Kleineres reintun möchte in die Netztasche und dann noch eine große Sache hier rein. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man auch sehr gut Erste-Hilfe-Sachen, seine Notmedikamente, manche brauchen Sachen ja bestimmte, dabei haben kann. Ne? Und hier im Hinterfach haben wir nochmal ein großes, flaches Fach. Hier habe ich zum Beispiel gerade Papier und Medikamente drin, ein bisschen Paracord unten und dann nochmal eine einfache Laschentasche hier. Ihr seht schon, die Fachaufteilung ist sehr einfach, aber wie ich finde, sehr durchdacht. Da kann man einige schöne Sachen mitmachen. Hier oben findest du noch mal eine kleine Schlaufe. Habe ich noch nie benutzt, vielleicht für einen kleinen Karabiner, ganz witzig. Je nachdem, lass deiner Fantasie da freien Lauf. Ja, und das war auch schon alles, was es im Prinzip zu diesem Pouch zu sagen gibt. Kurz und knackig, ist ein praktisches, günstiges Teil. Wenn du Lust darauf hast, schau doch einfach mal unten in die Videobeschreibung auf Amazon. Schau selber bei Gearbest oder verschiedensten Herstellern. Da kannst du bestimmt noch günstigere oder vielleicht auf dich besser zugeschnittene Angebote finden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, Ausrüstungsvideos natürlich, wie auf meinem Channel üblich. Da kannst du dich durchklicken, wenn du noch Interesse an bestimmten Sachen hast. Unten in der Videobeschreibung findest du wie immer alle Informationen, die du brauchst zu Social Media, zu anderen Videos, zu meinem Haupt-Outdoor-Kanal zum Beispiel auch noch. Ansonsten, wenn du eine Frage hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare, die beantworte ich dann so schnell ich das eben kann. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.